Wirklich? Aber wo sind die Steine? Ich kann sie... Kann ich sie ausleihen? Ich kann dir die Steine nicht ausleihen. Diese Steine sind sehr, sehr besonders. Was ich tun kann, ist, die Steine auf den Schlössern der Tür zu platzieren. Aber du... Du bist die Einzige, die den Schlüssel drehen und die Tür wirklich öffnen kann. Oh, verstehe. Der König hat mir gesagt, er würde mir zeigen, wo die Tür ist. Ah, dann sollten wir gehen und mit ihm sprechen. Findest du nicht? Warte, ich befürchte, du kannst nicht nach Hause, wenn du wie ein Baum aussiehst. Fast vergessen. Ja, Sie haben recht. Können Sie mir meinen menschlichen Körper wiedergeben? Ja, ja, kann ich. Das ist aufregend. Ich habe das seit Hunderten von Jahren nicht mehr getan. Machen wir einen Menschen. Ja? Gib mir deine Klamotten. Ich muss daran riechen. Was? Ich hinterfrage es nicht. Hier, meine Klamotten. Hm, lass mich riechen. Das könnte klappen. Wir machen einen Menschen. Oh, das ist so aufregend. Gut, jetzt geh in die Mitte des Sterns von Iterstar. Und denk an deinen Körper, deinen Kopf, dein Bein und das andere Bein. Und deinen Arm, beide Arme. Jetzt konzentriere dich. Zufällig ausgewählte Elemente, findet euren Pfad zur wahren Essenz. Werde Fran, der Mensch, jetzt. Geht es dir gut? Was ist geschehen? Ist es geschafft? Oh wow, danke, vielen Dank. Sie sind wirklich ein großer Zauberer. Ja, das ist mein Name. Großer Zauberer, wegen der Größe. Ich glaube, wir müssen jetzt zum König gehen, damit er mir die Tür zeigen kann. Ja, ich werde dort sein. Ich muss etwas zu Ende bringen. Ich werde da sein. Geh jetzt. Ob er das jemals schafft? Wer weiß. Wir gehen dann mal zum König. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. So, da. Aufnahme läuft noch, sehr schön. Soll ich die Jahreszeit wechseln oder lasse ich einfach Winter? Der ist noch da. Alles ist in Ordnung. Es ist einfach himmlisch. Was bist du? Lass Mr. Midnight in Ruhe. Spielt dir dein Kopf wieder Streiche? Kannst du dich nicht im Spiegel sehen? Ich bin nicht du. Ich bin ich. Lass Mr. Midnight gehen, jetzt. Wir töten die Verräter, denn das ist er, Fran. Siehst du es nicht? Mein Kätzchen ist kein Verräter. Er hat versprochen, bei mir zu sein. Versprochen. So wie Mami und Papi. Sie haben versprochen, auf dich aufzupassen. Wach auf, Fran. Du bist umgeben von Verrätern. Lass mich in Ruhe. Lass meinen Freund in Ruhe. Ich bin alles, was du hast, Fran. Ich bin der, der immer an deiner Seite ist. Also werden wir diesen Verräter los, ja? Was meinst du? Lass uns glücklich sein. Lass uns zusammen so unglaublich glücklich sein. Oh, Kätzchen! Geh weg, geh weg! Ich war's nicht! Fran, was ist los? Warum weinst du? Ich bin verrückt. Total verrückt. Die Ärzte hatten recht. Aber du bist nicht verrückt. Es tut mir sehr leid, dass du so denkst. Du solltest jetzt glücklich sein. Du hast die Steine gefunden und bist wieder menschlich. Das ist in der Tat sehr toll. Mein Schatz, lass mich deine Tränen trocknen. Ich will dir nicht wehtun, mein Schatz. Und ich habe das Gefühl, ich tue es. Ganz sicher.
Das wirst du nicht, das weißt du, weil du mich liebst. Ja, Kätzchen, ich liebe dich sehr. Fran, erinnerst du dich, was ich dir gesagt habe? Wenn du liebst, lebst du. Und das ist alles, was zählt. Du wirst immer die Kraft finden, die Monster in dir zu bekämpfen. Lass uns jetzt gehen und das Tor öffnen, damit du nach Hause kannst. Ja, ja, tun wir das. Da lang, okay, da lang. Da lang. Hier wären wir. Ja, aber wo ist die Tür? Oh, natürlich muss ich sie erst sichtbar machen. Aber bist du sicher, dass du zurück willst? Ich bin mir sicher. Okay, los geht's. Der Mensch muss gehen, öffne die Tür in ihre Realität. Lass den Mensch nach Hause gehen. Oh wow, wir gehen nach Hause, Kätzchen. Hohoho, Zia der König, einen guten Tag. Ich habe die Steine mitgebracht, damit diese liebliche Person nach Hause kann. Danke, ich bin sehr nervös. Es wird komisch sein, so weit weg von euch. Dann geh nicht. Ich kann dir einen Ort machen, wo du bleiben kannst, einen magischen Ort. Zauberer, sie muss gehen. Ich habe eine Nachricht einer der Valokas erhalten. Und sie ist nicht bereit. Oh, verstehe. Wovon redet ihr? Bereit für was? Komm schon, Zauberer, platziere die Steine. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber bereit für was? Du weißt, was die Valokas gesagt haben. Darüber der Wahrheit entgegenzutreten. Ah ja, ich glaube, ich erinnere mich. Nun sollte ich... Ja, machen Sie weiter, Herr Zauberer. Magische Steine erschafft das Schloss, das nur der Mensch aufschließen kann. Und wir müssen doch jetzt bestimmt rätseln, oder? Nun, jetzt ist es Zeit, dass Fran der Schlüssel ist. Du bist die Einzige, die dies nun öffnen kann. Oh wow, okay, schauen wir mal. Ah, halt. Natürlich machen wir einen Stern. Okay, war ja dann doch leichter als gedacht. Ich rieche Sieg, schon wieder. Du hast es geschafft, Fran. Du kannst jetzt nach Hause gehen. Ich bin so aufgeregt. Oh, ich wünschte, ich könnte euch etwas dalassen, damit ihr euch an mich erinnert. Wir werden dich nie vergessen. Du bist ein besonderes Wesen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Palondras gab mir dies für dich. Oh, wow. Danke, sagt Palondras, dass ich wünschte, ihm mit seinen Wunden helfen zu können. Ich habe meine Pflaster einem Mädchen in der Anstalt gegeben, aber egal. Ich werde es ihm sagen. Und keine Sorge, Palondras geht es schon besser. Oh, bevor du gehst, musst du noch etwas wissen. Bevor du in deine Welt zurückkehrst, wirst du durch die geheimen Wälder gehen. Die Wälder sind eine Art unsichtbarer Passage zwischen unseren Welten. Und du könntest schrecklichen Kreaturen begegnen, die dich fressen wollen. Aber renn einfach, sie sind recht langsam. Das sagen sie mir jetzt? Oh, das klingt sehr gruselig. Keine Sorge, du schaffst das schon. Ich hoffe es. Naja, sag auf Wiedersehen, Mr. Midnight. Gehen wir. Auf Wiedersehen. Ich hatte eine tolle Zeit. Ich mag euch sehr gerne. Auf Wiedersehen. Wir müssen also durch einen dunklen Wald rennen? Hui! Okay, ich muss springen. Hüpf! Hüpf! Ich
Im Übrigen kann man diese Minigames durchaus auch überspringen, aber es gibt halt auch Errungenschaften dafür, wenn man sie schafft. Nein! Nicht so wie ich. Ich sag mal, prinzipiell sind sie auch nicht so schwer, wenn man nicht viel zu früh springt. Hüpf. Hüpf. Oh, Gott sei Dank. Oh Gott. Da hat es gerade kurz gehakelt. Habe ich es geschafft? Ja, ich habe es geschafft. Errungenschaft. A Troll. Run. Kapitel 4, Teil 1. Mein unsichtbarer Freund. Aber dieses Kapitel, oder mache ich das noch? Nein, 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 nein. Oh, da sind unsere Pillen. Dieses Kapitel sehen wir erst in der nächsten Aufnahme. Ich habe für heute genug von diesem Spiel und ich glaube, mein Rechner auch, sonst würde er mich ja nicht ständig sabotieren. Ich meine, erst fällt OBS aus, dann geht einfach mein Rechner aus, wenn ich mal kurz nicht dran bin. Naja. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Tschüss. Kapitel 4, Teil 1. Mein unsichtbarer Freund. Und damit herzlich willkommen zurück zu Franbau. Wir sind aus Iterster raus. Und sind wir wieder zurück in der normalen Welt? Wer weiß. Mein Gott. Die Tür ging auf. Wow, interessant. Komm schon, Mr. Midnight. Wir finden raus, wo wir sind. Und die Tür verschwindet. Oh, Fran. Ich hoffe, wir finden bald nach Hause. Ich verhungere. Mr. Midnight, schau. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Seite der Brücke. Erinnerst du dich? Die, über die wir gehen wollten, bevor wir nach Iterster fielen. Ja, ich erinnere mich. Toll. Gehen wir weiter, Kätzchen. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Und da liegen unsere Pillen und da ist so eine Schnur. Ich glaube nicht, dass das so einfach klappt mit den Pillen. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis dieser Baum wächst. Bis wohin denn? Der Himmel ist wunderschön. So viele Sterne und andere Weltraumsachen. Okay, sie will diesmal nicht jeweils drei unterschiedliche Sachen sagen. Wir können sonst nichts machen. Ich muss die Pillen anklicken. Sind das meine Pillen? Wow, aber wo gehen sie hin? Ja, weg offensichtlich. Ich wollte gerade sagen, ich will noch schnell Pillen schmeißen, aber wir können ja gar keine Pillen schmeißen. Zu Hause. Zu Hause. Ich denke, in dieser Richtung liegt zu Hause. Aber vielleicht nicht für mich. Das Schild sieht zu alt aus. Aber das muss es sein. Außerdem, irgendwohin wird es mich führen. Oh, und rote Beeren? Leckere Beeren. Ich glaube, die brennen nicht. Das sind dann normale Beeren, keine Feuerbeeren. Oh, ich glaube, das greift gerade so ein bisschen vor, oder? Ich frage mich, ob man diese Beeren essen kann. Selbst wenn sie es wären, ich komme nicht ran. Kätzchen könnte klettern und sie holen, aber er käme nicht runter. Naja gut, da können wir ja helfen. Leckere Beeren. Ich glaube, die brennen nicht, sind dann normale Beeren. Leckere Beeren, die brennen nicht, sind normale Beeren. Ja, ja. Dieser Baum eignet sich perfekt für ein kleines Baumhaus. Schön. Ist noch irgendwas? Der Mond vielleicht? Nee, das sind die Beeren. Pillen? Nicht bewegen! Ah, wollt ihr mir den Heimweg zeigen? Wer weiß, vielleicht. Es wirkt fast so. Wir hier noch irgendwas anderes angucken? Nö. Pillen. Oh, erschreck mich nicht so, Spiel. Oh nein, ich hätte diese Pillen nicht anfassen sollen. Böse, Fran. Böse, böse. Was ist das hier eigentlich? Ja. Ich frage mich, warum Palontras mir das gab. Ich kann es nicht öffnen.
Vielleicht gibt es einen geheimen Code oder so. Oder es geht einfach gar nicht auf. Können wir auf jeden Fall momentan nichts mit anfangen. Wir benutzen mal das Messer. So. Der schon wieder. Oh Gott, wie spreche ich den denn jetzt? Fran? Du bist schon da? Nun, ich habe dich nicht vor 2.35 Uhr erwartet. Und so wie ich das sehe, bist du nicht mehr gefangen. Interessant. Wie dem auch sei, ich möchte mich vorstellen. Ich bin Edward, dein treuer Freund. Edward? Kenne ich dich von irgendwoher? Du kommst mir bekannt vor. Ja, ich bin das Wesen der Nacht. Wir haben schon zusammen gespielt. Ich habe dir geholfen, Mr. Midnight zu finden, weißt du? Wirklich? Ich glaube, ich habe mein Kätzchen ganz gut alleine gefunden. Hey, bist du nicht der, der die Schwestern wütend gemacht hat? Nein, ich habe die Schwestern nicht wütend gemacht. Sie dachten, ich wäre es. Verstehst du? Aber das ist, weil sie nie in sich selbst geschaut haben. Was meinst du mit, sie haben nie in sich selbst geschaut? Sie gaben mir die Schuld, anstatt zu akzeptieren, dass ihre Eltern sie nie geliebt haben. Aber sprechen wir nicht mehr von den Schwestern, okay? Erkennst du mich wieder, liebe Fran? Der große Mann mit dem Zylinder? Ich kam immer bei Nacht und hab dir Geschichten erzählt, als du noch ein Baby warst. Ich kam zu dir, nachdem du mich erdacht hast. Aber ich bin keine Einbildung, verstehst du? Ich bin Teil deiner Realität. Habe ich mir dich eingebildet? Du kommst mir bekannt vor, ja, das stimmt. Ich existiere, weil du existierst. Die Wahrheit ist, du konntest mich dir vorstellen, weil ich schon existiert habe. Wie auch immer, wir haben jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen. Eigentlich bin ich hier, um dich nach Hause zu bringen. Folge mir. Ja, können wir ihm vertrauen oder können wir ihm nicht vertrauen? Das weiß ich nicht. Mich nach Hause bringen? Das kann ich nicht zulassen. Ich kenne dich gar nicht. Ich werde dir nicht wehtun. Ich bestehe nicht aus Dunkelheit. Ich bin dein Freund. Okay, du scheinst nett zu sein. Ich komme mit dir, aber ich vertraue dir noch nicht. Das ist okay. Komm jetzt, ich muss dir etwas zeigen. Wow, der ist ja riesig. Der hatte dieselben Schuhe an wie der Tänzer, kann das sein? Kätzchen, was sagst du dazu? Oh, mein Liebling, sollten wir Edward vertrauen? Ich weiß nicht, Liebling. Tun wir einfach so, als ob. Damit er nicht denkt, dass wir Angst vor ihm haben, okay? Okay, Kätzchen, das kann ich tun. Haben wir eigentlich unsere Pillen wieder? Nee, ne? Schau, die fliegende Edward-Maschine. Was hältst du davon? Ja, ich weiß nicht. Ganz okay, aber fliegt sie wirklich? Ja, mit diesem großartigen Stück Metall bringe ich dich nach Hause. Wir fliegen, sobald ich alles geregelt habe. Außerdem ist es noch nicht 2.35 Uhr auf der Uhr. Das klingt toll, aber was hat es mit 2.35 Uhr auf sich? Ich verstehe das nicht. Wenn die Zeit langsamer wird, haben wir die Chance, die Ultrarealität zu betreten. In der Ultrarealität können wir überall hinreisen. Jetzt stehen wir auf den endlosen Grenzen der zweiten Realität. Aber du bist ein Teil der dritten Realität, verstehst du das? Ja, das verstehe ich. Klingt verrückt. Aber sollte ich nicht warten, bis du die Maschine repariert hast? Warten? Natürlich nicht. Du kannst mir helfen. Bring mir Wasser und Feuerbeeren, ja? Okay. Irgendwas zu tun ist besser als nichts zu tun, denke ich. Super. Hier ist der unglaubliche, von Edward handgemachte Eimer für das Wasser. Sieht aus wie eine Gießkanne. Ah, und die Feuerbeeren. Du erkennst am Feuer, welche du pflücken musst. Okay, aber kann ich etwas fragen? Wofür brauchst du die Beeren und das Wasser? Ah, nun, die Beeren geben einen tollen Treibstoff ab. Sie reichen für viele, viele Stunden. Und das Wasser brauche ich, um den Schmutz loszuwerden. Die Kamalas. Oh, Kamalas. Verstehe. Ich hoffe, sie kommen nicht zur Flugmaschine. Man weiß es nicht, aber wir wissen, dass sie kein Wasser mögen, richtig? Oh, Schatz, ich hätte es fast vergessen. Deine Medizin, du brauchst sie. Einiges ist für dich immer noch unsichtbar, siehst du? Hier. Yay, unsere Pillen!
unsichtbar für mich? Hm, verstehe, danke. Ich wollte vorhin die Pillen fangen, aber sie fingen mich zuerst. Oh ja, übrigens, tut mir leid. Ich musste irgendwie deine Aufmerksamkeit bekommen. Schon okay. Ich habe die Falle in einer Sekunde oder so besiegt. Wie auch immer, ich hole die Feuerbeeren und das Wasser. Bin gleich wieder da. Super, ich bereite die Maschine vor. Können wir noch irgendwas angucken, ein Vögelchen? Wow, ein mechanischer Vogel. Großartig. Oh, wunderbar. Du kannst singen, kleiner Vogel. Du kannst bestimmt fliegen, wenn wir losfahren, okay? Hm, ich frage mich, was dieser Hebel macht. Hoch und runter. Nichts ist passiert. Schon wieder. Ach, vielleicht soll es gar nichts machen. Ein Auge. Oh, eine Lampe, die aussieht wie ein Auge, das dich anstarrt. Gruselig. Die Lampe blinzelt. Ich frage mich, ob das das Auge der Flugmaschine ist. Ein Zyklop, fliegende Untertasse. Ich glaube, darüber schreibe ich. Mit ihm können wir reden, das wollen wir gerade nicht. Wir haben ja nichts für ihn. Hallo? Ich glaube, ich höre etwas. Hallo? Ich glaube, ich höre etwas.